Moin und herzlich willkommen zum nächsten Büchercasting-Video, bei dem ihr ja bestimmen dürft oder bestimmen durftet, welche Kandidaten überhaupt antreten und auch ihr dürft voten, welche Bücher in die nächste Runde kommen bzw. welche Bücher ins Finale kommen und den Gewinner werden wir schließlich in einer Leserunde zusammen lesen. Wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Runde, in der jeweils immer drei Bücher des gleichen Genres gegeneinander antreten. Und heute möchte ich euch die Bücher vorstellen, die ihr in die zweite Runde gewählt habt, nämlich unter dem Genre Jugendbuch-Fantasy fällt das Ganze. Ja, und ich werde euch natürlich auch immer wieder sagen, wie viele Stimmen die Bücher bekommen hat, wer mir dieses Buch empfohlen hat oder wer das Ganze vorgeschlagen hat, warum das Ganze vorgeschlagen wurde. Und dann dürft ihr in den Kommentaren wählen, wer denn ins Finale rücken soll. Denn einer dieser drei, die ich jetzt vorstelle, wird halt auch ins Finale kommen. Ja, und wenn ihr auch noch bei anderen Büchercasting-Videos abstimmen möchtet, dann tut das gerne noch, denn alle Videos zur zweiten Runde sind auf jeden Fall noch offen. Die der ersten Runde sind, ja, wie man sich schon denken kann, halt schon geschlossen. Aber alles, wo zweite Runde drin steht, da dürft ihr noch abstimmen, werde ich euch auch in der Infobox verlinken. Jetzt soll es aber losgehen mit dem ersten Titel, und zwar ist das Iskari von Kristen Cizzarelli. Das Buch wurde mir von der lieben Melanie vorgeschlagen. Sie hat zwei ihrer Jahreshighlights aus dem letzten Jahr vorgeschlagen und darunter war eben auch Iskari. Und ja, sie meinte halt, dass es eine Drachengeschichte ist, die sehr, sehr fesselt und mir deswegen auch gut gefallen würde. Und ja, mich spricht es auf jeden Fall sehr an. Ich war nur immer ein bisschen abgeschreckt, weil es sich eben um Jugendbuch-Fantasy handelt und oft da eine romantische Komponente immer sehr in den Vordergrund gerückt wird. Deswegen war ich doch etwas abgeschreckt, weil es auch im Klappentext so leicht angedeutet wird. Aber ich habe schon von vielen gehört, weil dieses Buch ja auch wirklich sehr, sehr gehypt wurde und oft in die Kamera gehalten wurde hier auf BookTube, dass es gar nicht so sehr in diese romantische Richtung geht und dass es schon sehr actionreich zur Sache geht. Und der Plot auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Ja, wo ich gerade den Plot anspreche, worum geht es eigentlich? Es geht um Ascha. Ascha ist eine junge Frau oder ein junges Mädchen, die damals einen riesigen, mächtigen Drachen angelockt hat. Und nun soll sie ihn wieder loswerden, denn er gab sich zunächst als Freund aus und dann hat sich aber herausgestellt, dass er ihr eine Falle gestellt hat und ja, ihr Reich malträtiert hat. Und ja, von ihrem Vater wird ihr jetzt ein Ultimatum gestellt, denn sie soll sich entscheiden, entweder sie bringt den Drachen endlich zur Strecke oder aber sie heiratet einen ihr verhassten jungen Mann. Aber um das Reich politisch zu stärken, wäre das halt auch eine Möglichkeit, dem Reich sozusagen zu dienen. Ja, sie kann aber alleine nicht gegen diesen Drachen antreten, bekommt aber Hilfe von einer unerwarteten Seite. Das ist nämlich ein Sklave, mit dem sie überhaupt gar nicht reden dürfte, den sie noch nicht mal ansehen dürfte. Und ich denke mal, dass zwischen den beiden sich so ein bisschen eine Liebesgeschichte ja, anbahnen wird. Das Buch ist der erste Teil einer Reihe. Ich weiß nicht, ob es, ich weiß, dass der zweite Teil schon draußen ist, aber ob da noch was weiterkommt oder ob das sich um einen Zweiteiler handelt, das weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ja, auf jeden Fall sind diese Cover wunderschön gestaltet und auch der Plot spricht mich auf jeden Fall an. Und wie immer möchte ich euch natürlich sagen, wie viele Stimmen das Buch bekommen hat. Es hat 5 Stimmen von euch bekommen, wodurch es halt jetzt in die zweite Runde gelangt ist. Und ich möchte euch natürlich auch die ersten Sätze vorlesen. Ich habe immer jeweils von diesen Büchern in der zweiten Runde Leseproben runtergeladen, beziehungsweise mir die Leseproben rausgesucht. Und ich möchte euch dann die ersten 1, 2, 3 Sätze vorlesen, um so einen ganz kleinen Einblick schon zu bekommen. Und ja, das finde ich immer sehr, sehr spannend. Wie beginnt die Geschichte überhaupt? Ascha lockte den Drachen mit einer Geschichte an.
Es war eine alte Geschichte, älter als die Berge in ihrem Rücken, und Ascha musste sie tief aus ihrem Gedächtnis hervorzehren, wo sie im Verborgenen schlummerte. Ja, ich finde, das klingt schon irgendwie sehr, sehr so ein bisschen wie so ein Märchenerzählerton, der so zu Anfang herauskommt mit dieser Geschichte und auch so ein bisschen leicht poetisch angehaucht. Das gefällt mir, dieser Einstieg gefällt mir sehr, sehr gut, und es geht natürlich auch gleich um diesen Drachen. Und ja, das ist nun mal das Thema, was mich auch sehr anspricht. Ja, also wenn ihr dafür voten wollt, dann ab damit in die Kommentare. Wir kommen jetzt nämlich zum zweiten Kandidaten. Buckles von Mara Wulf wurde mir von der Sabrina Reck empfohlen, und sie meint, es ist einfach eine schöne Reihe um das Thema Bücher, um das Thema Magie und die Macht der Worte. Und ich glaube, alle Bücherwürmer lieben dieses Thema auch in Büchern, und ja, ich kann mich da einfach nur anschließen. Wir treffen hier auf Lucy, die ein Praktikum in der Londoner Nationalbibliothek macht, und sie hat ein Tattoo am Handgelenk in Form eines Buches und hat eine besondere Gabe, denn sie kann nämlich hören, was die Bücher ihr zuflüstern. Zusätzlich entdeckt sie Bücher, bei denen Texte fehlen, die Schrift fehlt und dass ja einige Menschen sich an diese Bücher gar nicht mehr erinnern können. Und was dahinter steckt, soll sie nun herausfinden. Auch hier trifft sie wieder auf einen mysteriösen Fremden, der sie magisch anzuziehen scheint. Also auch hier wird wieder eine Liebesgeschichte dabei sein. Aber ja, dieses bibliophile Thema spricht mich natürlich sehr an. Und wir haben hier sogar die meisten Stimmen bekommen, und zwar waren es 7 an der Zahl. 7 Stimmen habt ihr diesem Buch gegeben, dass es jetzt hier in diesem Video erscheint. Und auch jetzt möchte ich euch natürlich die ersten Sätze dieser Geschichte vorlesen. Lucy trat durch die Eingangstür des Archivs, deren alte Scharniere zur Begrüßung knarrten. Sie presste die Bücher an ihrem Arm fest an sich. Hier war sie in Sicherheit. Hierher konnte ihr niemand folgen. So schnell es die steilen Stufen zuließen, eilte sie die Treppe hinunter. Auch hier entdecken wir gleich dieses bibliophile Thema, dass Lucy sich in einer Bibliothek wohlfühlt, dass sie dort sicher ist und scheinbar ja auch irgendwie verfolgt wird. Wie dramatisch das jetzt ist, kann man jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall fühlt man sofort diese Verbindung von Lucy zu den Büchern, zu diesem, ja, schönen Ort einer Bibliothek. Der letzte Kandidat für heute ist Odins Kind von Siri Pettersen. Dieses Buch wurde mir von der lieben Sabrina Schneider vorgeschlagen. Sie meint, dass das Buch einfach ein tolles Setting hat, sehr, sehr magisch und mystisch ist. Und ich muss zugeben, dass dieses Buch tatsächlich auch schon auf meiner Wunschliste steckt, weil es irgendwie was Besonderes an sich hat. Es ist wohl an nordische Mythen und Sagen angelehnt. Und ja, auch das Optische sieht einfach anders und speziell aus. Und ja, ihr habt diesem Buch auch 5 Stimmen gegeben, sodass es gleich auf ist mit Iskari. Ach ja, übrigens werden die Stimmen, die diese Bücher jetzt bekommen haben, alle wieder bereinigt, sodass jetzt die alle wieder auf dem gleichen Level stehen und von vorne sozusagen anfangen. Also falls ihr euch fragt, die Stimmen verfallen jetzt und wird jetzt wieder ganz neu gezählt. Odins Kind ist der erste Teil einer Reihe, und zwar der Rabenringe-Trilogie. Mittlerweile sind, glaube ich, jetzt auch alle Teile erschienen, und es gibt sehr, sehr viele Leute, die davon schwärmen. Eine Kollegin schwärmt sehr davon, und auch eine sehr gute Freundin, die jetzt beim zweiten Band ist, fand den ersten wirklich echt cool und auch was Besonderes. Ja, und in Odins Kind geht es um Hirka, die in einem magischen Land aufwächst, und als sie 15 wird, erfährt sie, dass sie ein Odinskind ist, dass sie ja ein Wesen ohne Schwanz, dass sie im Grunde ein Mensch ist und gar nicht in diese magische Welt gehört. Aber sie ist nicht die einzige scheinbar, und nun möchte sie das Rätsel ihrer Herkunft natürlich gerne lösen. Mehr habe ich jetzt von dem Klappentext gar nicht mitbekommen, aber ich habe, wie gesagt, schon einiges Gutes gehört, eben auch diese nordischen Mythen. Das ist Siri Pettersen kommt ja auch aus Skandinavien. Ich weiß gar nicht, welche Nationalität sie jetzt ist, ob sie norwegisch, finnisch oder aus Dänemark kommt, wie oder Schweden oder wie auch immer, jedenfalls irgendwo da oben.
Und ja, das spricht mich auf jeden Fall sehr an und scheint mal so eine ganz andere mythische Welt zu sein, die man vielleicht noch gar nicht so kennt. Thorald schlüpfte gerade noch zur Tür herein, konnte sie aber nicht mehr hinter sich schließen. Der Schnee drängte sich schneller über die Schwelle, als er sich mit dem Fuß wieder nach draußen schieben ließ. Man erfährt hier in den ersten Sätzen zwar noch nicht viel, aber ich finde sofort, diese eisige Atmosphäre geht auf einen über. Man sieht diesen Schneesturm, der irgendwie ja, da draußen wütet und der Thorald, der scheinbar direkt sich noch retten konnte in dieses Haus. Also man hat sofort irgendwie vom Setting einen tatsächlich ein Bild vor Augen und ja, ich mag ja gerne, wenn es so eisig und verschneit ist. Das heißt, das spricht mich sehr an, auch wenn es jetzt gerade noch sehr, sehr heißer Sommer ist, aber zur Abkühlung kann das ja auch Spaß bringen. Ja, das waren meine drei Kandidaten beziehungsweise unsere drei Kandidaten für unser Büchercasting-Video. Ich bin sehr gespannt, welche Bücher ihr in die nächste Runde wählen werdet. Wenn euch interessiert, was denn mit den anderen Kandidaten ist, wie viele, ja, wie viele Stimmen die bekommen haben, das habe ich auch in die Infobox geschrieben, dass ihr da mal reinschauen könnt, dass ihr euch da informieren könnt. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann einfach im nächsten Büchercasting-Video. Wir haben jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Genres offen in der zweiten Runde und dann kommt schon das große Finale. Was heißt schon? Es hat sich ja jetzt über viele Monate dahin gezogen und wird jetzt auch noch nicht so holterdiepolter fertig sein, weil ich ja immer so ungefähr plane, ein Büchercasting-Video im Monat zu drehen. Ja, und das war es jetzt von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare und eure Stimmen und wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.